So, Freunde der gepflegten Kaffeetasse, der Kaffee ist fertig. Wenn ich richtig liege, dann ist das Andersens Kaffeetasse Nummer 9. Hallo, wie geht's euch? Na, sagt jetzt nichts. Die Wahl ist gerade vorbei. Ein paar Wochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil heute ist Wahltag, wo ich das aufnehme. Ich habe mir gedacht, dass das Thema Diskriminierung eigentlich ein interessantes wäre. Und dann habe ich gedacht, das ist ja schon wieder Konzeptmensch. So geht das natürlich nicht. Wir müssen ja nicht es den anderen Podcasts gleich tun und möglichst locker wichtigste Inhalte durchkauen. Das muss ja alles nicht sein. Das können wir ja viel entspannter angehen. Nein, ich habe gerade Blumen gegossen. Okay, nochmal zum Wahltag, ne? Um mir die ganze Wahlaufregung zu sparen, wähle ich so schnell es geht Brief. Also, ich wähle per Brief. Und dann bin ich mit durch und jeder, der mich anspricht, dass ich doch ihn lieber wählen soll als die anderen Bekannten, dann denke ich, ja, leider zu spät. Und muss nicht denken, nein, 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 ich weiß schon, wen ich wähle. Also eine positive Affirmation, wenn man schon gewählt hat. Und wir haben ja das Wahlgeheimnis. Ja, ich sage keinem von euch, dass ich ihn gewählt habe, oder ich sage es jedem von euch, das ist dann aber im Grunde das Gleiche. Nur kommt viel besser an. Nein, auch nicht. Dann treffen die sich. Ach Quatsch. Okay. Also Diskriminierung von Haushaltsgegenständen. Jetzt ist es raus. Ein Knallerthema. Diskriminierung von Haushaltsgegenständen ist vielleicht noch zu eng gefasst, aber damit fangen wir mal an. Ein Ding eingeordnet in ein System, wo es einfach überhaupt nicht zugehört, weil das Ding bleibt das gleiche Ding, wenn es ein Bewusstsein hat, teilt es uns das nicht mit, mir auf jeden Fall nicht. Ja, zum Beispiel habe ich eine sehr praktische und eine wunderschöne Flasche, um Blumenwasser ein bisschen abstehen zu lassen und dann die Blumen damit zu gießen. Und zwar, haltet euch fest, eine Alkoholflasche, eine wunderhübsch geformte Ginflasche. Und die steht bei mir auf dem Boden, also eigentlich auf einem Balken, aber das ist ja egal, und wartet, bis sie gebraucht wird. Und dann gehe ich mit einer Flasche, die so aussieht, als wäre Gin drin, zu den Blumen und gebe ihnen ihren Drink. Natürlich bin ich nicht vollständig bescheuert. Und trinke die hochprozentigen Sachen vorher raus, bevor ich die Flasche zum Blumengießen benutze. Ja? Also das ist nicht, weil ich den Alkohol den Blumen nicht gönnen würde. Aber ich glaube, die würden den auch gar nicht wollen. Ne? Und dann nehme ich nicht jedes Mal eine andere Flasche. Also
Das wäre eine gute Entschuldigung für einen Alkoholiker, ja, der sagt, ich brauche ja die Flasche, um die Blumen zu gießen. Und ich kann ihnen ja nicht den Alkohol geben. Furchtbar. Ne? Ja, wobei ich mich nicht über Alkoholiker lustig machen will, das ist nicht lustig. Ich will nur sagen, also in meiner hübschen Flasche, die einfach nur eine hübsche Flasche ist, ist Wasser drin. Und zwar Wasser, was die Blumen auch mögen. Das steht schon ein bisschen. Ja? Auch nicht im Licht. Also nicht im Sonnenlicht. Obwohl manche Blumen mögen auch das. Pflanzen. Ich habe ja nicht nur Blumen, ich habe ja eigentlich so Pflanzen. Und die gieße ich dann mit diesem Wasser und fülle es dann wieder auf und stelle die wieder hin. So. Wo ist das Problem und wo ist die Diskriminierung? Ja, man geht zu Besuch zu jemandem und dann sieht man gefüllte Alkoholflaschen auf dem Boden stehen und man sieht den Flaschen nicht an, was da drin ist. Na? Da stellt jemand seinen Alkohol aus und dann nimmt er die Flaschen und gießt damit und stellt sie vielleicht sogar ins Fenster. Eine Alkoholflasche. Ja? Das geht ja wohl gar nicht. Was sollen die Leute denken, die draußen vorbeigehen? Was sollen die Leute denken, die zu Besuch kommen? Hallo, hier lebt ein Alkoholiker. Das geht ja nun gar nicht. Und deswegen müssen die Flaschen verschwinden. Die schönsten Flaschen aus der Industriekunst der Flaschenherstellung müssen das Haus so schnell wie möglich wieder verlassen, wenn sie des hochprozentigen Inhalts entleert wurden. Und zwar schnellstens. Und dabei darf man auch nicht gesehen werden, denn, ach guck mal, der schmeißt so viele Schnapsflaschen weg. Der hat bestimmt jetzt das Ganze, ja. Okay, also die Diskriminierung dabei ist, eine schöne Flasche ist erstmal eine schöne Flasche, egal was da drin war. Und die weiter zu nutzen, ist doch eigentlich was Gutes. Und trotzdem bin ich vielleicht der, der es diskriminiert, denn diese Flaschen stelle ich auch nicht in mein Fenster. Und wenn, dann verstecke ich die schön. Die stehen halt da auf dem Balken und warten auf ihren Einsatz. Und den Blumen ist das so egal, woraus sie gegossen werden. Also die Diskriminierung passiert der Flasche durch jemanden, der einfach seine Konzepte im Kopf nicht klar kriegt. Das ist genauso wie mit Kleidung. Wenn ich ein hübsches Kleidungsstück habe, dann muss es erstmal diskriminiert werden, passt das zu dem Anlass, zu dem ich gehe, passt das zu dem Gender, der für mich bereitgestellt von der Gesellschaft ist und den ich ausgestellt liebe, passt das anderen Leuten. Nicht, ist das ein schönes Kleidungsstück und ich fühle mich gut darin, sondern darf ich mich in der Meinung der anderen darin gut fühlen? Das ist eigentlich die Frage. Ja, darf ich eine schöne Alkoholflasche mit Wasser, die ich aufbereiten will, um den Pflanzen was Gutes zu tun, ins Fenster stellen, damit sie auch ein bisschen Sonne abkriegt? Oder im Halbschatten, damit sie ein bisschen Wärme abkriegt? Darf ich das? Natürlich darf ich das. Aber dann muss ich auch damit leben, dass ich danach beurteilt werde. Und das ist eigentlich die Diskriminierung, die da passiert. Andere Leute nach Zusammenhängen zu beurteilen, die einfach mit ihnen gar nichts zu tun haben.
Okay. Jo. Hautfarbe zum Beispiel. Aber das geht zu weit. Das geht zu weit für diesen Podcast, wo es ja um triviale Dinge geht und die Diskriminierung von Haushaltsgegenständen halt. Ne? Nimmst du eine schöne Alkoholflasche und steckst eine LED-Lichterkette rein. Ne? Kann man machen. Sieht auch schön aus. Ne? Ja, euch fallen bestimmt noch andere Beispiele ein. Okay, die Diskriminierung des Mobiltelefons als Unterhaltungssuchtgerät zum Beispiel. Aber ich kann Bock drauf jetzt. Tja, das muss man auch nicht unnötig in die Länge ziehen, oder? Ist mein Kaffee kalt? Okay, das war Andersens kalte Kaffeetasse Nummer 9. Hört das jemand? Han! Bis bald.